Herrn Bernhard E. Reiter auf die Bühne bitten. Herr Reiter ist Systemwissenschaftler und Gründungsmitglied der Free Software Foundation Europe und er wird uns in 10 Minuten erklären, warum Informationen und Software bezahlt werden sollten. Ja, danke und moin von mir erstmal. Schön, dass ihr da seid. Ich habe 10 Minuten Zeit und ich will euch mal erklären, warum es in eurem eigenen Interesse ist, für Dienste, Software und Neuigkeiten auch was zu bezahlen. Ja, ich gehe anhand von 3 Thesen vor und später bin ich am Stand der FSFE auch noch für weitere Diskussionen zu haben. 10 Minuten sind kurz. Und die erste These, die ich sozusagen habe, ist, interessensgeleitete Kommunikation, Werbung vernebelt euer Denken. Die verstopft praktisch den Kanal. Die verstopft den Kanal so, dass man manchmal gar keine anderen Sachen mehr denken kann. Und das ist der Grund, wenn ihr selber klar denken wollt, müsstet ihr weniger interessensgeleitete Kommunikation aufnehmen. Zweite These ist, Software, Neuigkeiten, Dienste, die haben etwas gemeinsam. Nämlich, das ist kompliziert, die zu machen. Und der wichtige Teil findet leise statt. Leise bedeutet Hintergrundarbeit und das ist was, das neigt sich in Richtung Profis. Dritte These, die ich erzählen werde, ist, wenn ihr selber das bezahlt und die Abhängigkeit verringert, dann erhöht ihr praktisch die Rücksicht auf eure Interessen. Man könnte sagen, das Angebot passt dann mehr zu dem, was ihr eigentlich haben wollt. Ja, also, das in den nächsten 10 Minuten. So, Werbung. Die meisten sagen, naja, wirkt Werbung überhaupt? Ich verstehe das ja, ich kaufe sowieso nichts. Aber die kennen wahrscheinlich den Ankereffekt nicht. Wenn ich jetzt ganz laut 22 sage, also ich sage 22, und ich dann später frage, wie alt ist wahrscheinlich der Mahatma Gandhi geworden? Ja, einige Grinsen kennen das schon. Dann werdet ihr ihn höchstwahrscheinlich jünger schätzen, wenn ihr nicht das Alter zufällig kennt. Hätte ich vorher 150 gesagt, würdet ihr ihn älter schätzen. Sehr robuster Effekt in der Psychologie, kann man tatsächlich auch versuchen nachzutesten so ein bisschen. Und das Spannende daran ist, selbst wenn ihr Experten seid auf dem Gebiet, ihr könnt euch diesem Ankereffekt nicht entziehen. Das heißt, egal wie viele über Werbung wisst, die beeinflusst euch trotzdem. Der berühmte Psychologe, der Kahnemann, der hat gesagt, es gibt so eine Assoziationsmaschine, das Gehirn ruft einfach Sachen ab. Und die habt ihr dann präsenter. Und das passiert eben, wenn einer euch irgendwas sagt. Schon das ist schwierig, wenn man danach noch klar denken will. Man muss dann sich sehr anstrengen, da wieder runterzukommen von dem Punkt. Und das ist das eine, um euch zu zeigen, dass das den Kanal vielleicht viel mehr zumacht, als ihr letztendlich glaubt. Und der andere Punkt ist der, was ist, wenn in diesen Medien überhaupt nicht darüber berichtet wird, was ihr eigentlich wissen wollt? Sagen wir mal, ihr sucht umweltfreundliche Produkte oder ihr sucht was für eine Software oder irgendwie, aber das kommt da nie vor. Es ist so ein bisschen wie der Eidos-Kolumbus-Effekt. Wenn ihr nie drauf gekommen seid, überhaupt nicht weiß, dass es das gibt, ja, dann wisst ihr es nicht. Das kann alles verändern, sozusagen. Ich meine, das Ei des Kolumbus kennt jeder, oder? Gibt es irgendwer, den das nicht kennt? 1, 2, ja gut, dann müsst ihr es auf Wikipedia nachgucken. Sonst hätte ich es erklärt. Also, insofern, es ist so ein weit verbreiteter Irrtum zu sagen, das betrifft mich gar nicht, die ganze Werbung. Das macht tatsächlich den Kanal zu und man kann sich über andere Sachen kaum dann noch unterhalten. Und ich meine, ihr kennt alle den Begriff Seifenoper. Wisst ihr, wo der herkommt? Das waren Radiosendungen in den 30er Jahren und die werden deswegen Seifenoper genannt, weil ein Seifenhersteller damit sein Waschmittel verkaufen wollte. Richtete sich an Hausfrauen und da kamen dann Waschmittel drin vor. Und ansonsten eine sehr heile Welt. Ja, die heißen immer noch so, ne? Weil ich meine, kaufen macht man nur, wenn es sowieso schon heile Welt ist. Aber gut, über den Effekt von Werbung könnt ihr auch relativ viel nachlesen. Es ist gar nicht so mein Hauptpunkt. Mein zweiter Hauptpunkt ist, wieso hilft euch dann das Bezahlen so ein bisschen dagegen? Und da sind eben die Ähnlichkeiten zu sehen, die Software und Neuigkeiten haben. Eigentlich muss man das ruhig machen und eigentlich braucht man Erfahrung, 10 Jahre. Gab mal so einen Artikel, Programmieren lernen in 10 Jahren. Das stimmt, warum? Weil wenn jetzt irgend so eine Meldung kommt, dann muss ich die A nachprüfen. Das will man als Leser oder als Hörer oder als so gar nicht wissen. Ich muss Erfahrung haben, was bedeutet das? Weil irgendeine Politikerin sagt, ich mache das, das hat die aber schon 3-mal gesagt, hat es aber nie getan, dann wollt ihr das auch wissen. Dann wollt ihr nicht einfach sagen, die hat gesagt, die macht das. Weil, ne? Und mit der Software ist es genauso. Wenn ihr eine Sicherheitssoftware macht,
die ist hochkompliziert, die macht sich nicht mal eben. Da braucht ihr, also ich bin selber Software-Ingenieur, da braucht man teilweise auch 5 bis 10 Jahre Erfahrung, bis man sich da komplett auskennt im ganzen Quelltext. Von all dem will man eigentlich als Benutzer, Leser oder Konsument nicht direkt was wissen. Aber wenn die Leute ihr Geld verdienen damit, dass sie einem möglichst viel Werbung geben, Aufmerksamkeit verkaufen, dann müssen sie laut sein. Das ist praktisch eine Erregungsökonomie. Gibt es ein tolles Buch von dem Perksen, irgendwie die große Gereiztheit, da beschreibt er das, wie diese vierte Gewalt, soziale Medien, so viel Erregung reinbringen und uns nur die Hälfte sozusagen mitgeben. Ja, es gab da tolle Geschichten, also lustig war zum Beispiel die Aktienmeldung, wo dann irgendwie versehentlich die Aktienmeldung nochmal rausgeschickt wurde, und dann, also irgendeine Warnung über das Unternehmen, und dann sagte tatsächlich der Kurs ab. Oder hatte der Computer die Meldung einfach zum zweiten Mal geschickt, hat keiner überprüft. Oder schön sind auch die Todesmeldungen, wo die Leute noch leben. Da ruft dann auch keiner an und sagt, sind sie eigentlich tot? Nö, also wenn man keine Zeit hat, das zu überprüfen, dann sind die Informationen, die wir kriegen, nicht gut. Es gibt ein tolles Video von einem, der sich eine 10-Sekunden-Challenge macht, der sagt, zeigen Sie es demnächst Ihrem Arbeitgeber, malt irgendeine berühmte Figur, die man kennt, einmal in 10 Minuten, dann in 20 Sekunden und dann in, nee, ich glaube in 2 Minuten und dann in 10 Sekunden. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das Bild aussieht, was er in 10 Sekunden malt. Das ist cool, dass man überhaupt noch was erkennen kann. Und so ist das, wenn eine Journalistin irgendwie blitzschnell arbeiten muss oder ein Softwareprogrammierer, das sieht dann so aus. Ja, klar, da sind nicht nur spannende Aufgaben dabei, deswegen denke ich, ein Profi, der sich tatsächlich 10 Jahre darauf einlassen kann, der hat einfach einen Vorteil. Kommen wir zu dem dritten Punkt. Warum verringert das tatsächlich die Abhängigkeit? Also ich habe letztens in meine Zeitung geguckt und dann sah ich da, ja, kann ich euch nicht ersparen, ich sah da ein totes Rind. Es lag in so einer Metallkasten, Blut drumherum, daneben ein Mensch, und der Artikel ging über das Schlachten. Und man hat jetzt in den letzten Wochen festgestellt, das Schlachten ist nicht so tierfreundlich, wie es sein sollte. Und ich wollte diesen Artikel eigentlich gar nicht lesen, aber die Redakteurinnen und Redakteure der Zeitung waren der Ansicht, das ist wichtig, also steht es da drin. Und da wurde dann beschrieben im Text, und ich fand das wirklich nicht schön, dass also das Tier, was eigentlich erst betäubt und dann getötet werden soll, eben doch nicht betäubt war und dann mit mehreren Versuchen so ein Bolzenschussgerät in den Kopf, so ein bisschen hier wie dieses No Country for Old Men, falls jemand den Film von den Coens kennt mit dem Bolzenschussgerät, nur dass die dann noch leben, also nach dem ersten und zweiten Versuch. Gruselig. So, und da kann ich mir jetzt einfach nicht drunter vorstellen, dass der nächste Supermarkt inseriert und sagt, Kalbskotelett 2,49 Euro. Ja, also das geht ja nicht zusammen. Ich meine, ich weiß nicht, wer sich das von euch vorstellen kann. Insofern, wenn die Zeitung darauf angewiesen ist, dass da Kalbskotelett steht für 2,59, dann werden die dieses Foto da nicht bringen. Ich kann mir es nicht vorstellen. Ja, insofern, man kann das ziemlich genau gucken, wie abhängig sind die Medien vom Geld, von den Anzeigen. Und je abhängiger sie sind, desto weniger folgen sie eigentlich euren Interessen. Das heißt, wenn ihr hingeht und bezahlt eine Zeitung oder einen Online-Dienst oder auch eine Software, dann ermöglicht das den Machern, für euch was zu schreiben, zu machen, zu programmieren oder hinzustellen. Und das können selbst geringe Beträge sein, die da was Großes ausmachen. Ich habe es in die Langfassung des Vortrags geschrieben. Man kriegt für 12 Euro in Deutschland ein Postfach. Das ist in Deutschland gehostet, das ist verschlüsselt, das kann ich anonym bezahlen, da kann ich meine Kalender und meine Kontakte ablegen, in der Cloud, im Backup gesichert. Und mal überlegt mal, 12 Euro im Jahr, 1 Euro im Monat. Es gibt 2 Anbieter, die Stiftung Warentest damals gut getestet hat, posteo.de aus Berlin und mailbox.org auch aus Berlin. Gibt bestimmt noch andere. Aber nur mal um zu sagen, wer einem diese 12 Euro, was einem das nicht wert ist, ich meine, das ist einmal 3 Bier trinken oder so oder ein Mittagessen im Jahr. Und dann ist man plötzlich in einer deutschen Gerichtsbarkeit mit deutschen Datenschutzgesetzen und einem Anbieter, der einem verspricht, dass er tatsächlich meine Daten schützt und ohne Werbung. Ohne Werbung? Ohne Werbung. Ja, sollte ich noch dabei sagen. Jetzt habe ich zwar Werbung für die beiden gemacht, aber das ist ausnahmsweise mal okay. Und ich habe das ausprobiert, es funktioniert sehr vernünftig. Und diese Geschäftsmodelle, die würdet ihr mit wenig Geld unter Umständen ermöglichen. Also es ermöglicht nicht nur euch das klare Denken, es ermöglicht auch anderen, sag ich mal, euch was zur Verfügung zu stellen. Weil es gibt viel Kritik an Kommerzialisierung, das ist auch richtig, weil ihr werdet als nächstes fragen, naja, aber wenn die das nur draufschreiben und das gar nicht machen, so wie bei dem einen oder anderen Öko-Ei in den letzten Jahren. Ja, es ist ein Problem, ihr werdet da sicherlich reinfallen. Weil es gibt Blender, die wollen das Geld und noch billig die ganze Sache machen. Aber überlegt mal,
sage ich mal, Anbieter zu bewerten, ist immer noch leichter, als dem Ankereffekt zu entgehen. Ja. Ja, vielen Dank, das waren perfekt. Ich sag mal danke, genau. Wenn ihr mit mir noch weiter diskutieren wollt, also wie gesagt, Bernhard Reiter von der Free Software Foundation Europe. Ich habe eine Firma in Osnabrück Innovation. Ich bin dann am FSFE-Stand später. Ja, Dankeschön. Vielen Dank.